So, genug generiert. Jetzt wollen wir das Baby mal einweihen. Am besten bei irgendeinem Fleisch- oder Blutmonster. Ja, hier müssen wir lang. Hoffentlich noch. Ah, da bist du schon einer. Ja, definitiv ein Moloch. Aber, naja, doch. Ein bisschen schneller ging es mit dem Schwert. Auch wenn so eine neue Axt wahrscheinlich wesentlich mehr bringen würde. Aber wo läufst du hin? Eins. Zwei. Oh, drei Schläge. Da kommt gleich noch einer. Noch zwei. Okay. Ja, wenn die KI ein bisschen besser wäre, dann könnten die richtig garstig sein. Also dann halt hier einfach um die Ecke gehen und von hinten auch noch angreifen. Also von mehreren Seiten gleichzeitig, dann wären die schon echt garstig. Aber das Spiel ist halt ein bisschen älter, da darf man sowas auch nicht erwarten. So, schnell noch eine Heilung mit reinschmeißen. Und dann schauen wir uns mal weiter um. Wir dürften auch nicht mehr allzu weit weg sein von dem... Oh, wir haben die Waffenstufe schon bekommen. War das schon letzte Folge? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Das heißt, wir müssen uns jetzt entscheiden, ob wir das in die Schwerter reinpacken oder in die andere Waffenklasse. Ach, wir müssten aber eh rausgehen. Räumen wir hier zu Ende auf. Dann gehen wir kurz raus und gucken. Ich bin schon wieder zu schwach. Was ist denn das? Du verlierst durch Strapazen eine Beweglichkeit und eine Stärke. Was für Strapazen? Ha. Na gut, dann schmeißen wir nochmal was weg. Nur was? Ein Sack voller Goldmünzen? Nein. Okay, die Schriftstücke könnten wir wegschmeißen. Ja, das ist alles nur Hintergrundinformationen. Wie viel wiegen die denn? Die wiegen gar nichts. Na gut, können trotzdem weg. So, was ist in der Tasche noch? Noch mehr Schriftstücke. Buch der Beschwörung. Ach, das war von dem Gargoyle, ne? Brauche ein Horn der Beirufung und eine Glaslampe der Lebensessenz. Na gut, das behalten wir erstmal. So, und die kleinen Steine, die können weg. Die Bolzen eigentlich auch. Wie viel wiegen die? Nix. Na gut, dann können wir sie auch behalten. Ah. Na gut, wechseln wir einfach das Amulett. Dann passt das. Aber langsam haben wir echt ein Problem. Unsere Tränke wegschmeißen, lieber nicht. Müssen wir sie einfach mal benutzen zwischendurch. Wenn ich mich denn dazu durchraffen kann und mich erinnern kann daran. Wo sind wir hier? Was zur Hölle ist das? Das ist keine Magie. Oh. Okay. Gut, dass wir kein Magier sind. Aber da wurden wir gar nicht irgendwie drauf aufmerksam gemacht. Das heißt, wenn wir ein Magier wären, dann wäre es ganz schön übel. Bist du dann in so einem Raum, versuchst verzweifelt irgendwelche Blitze loszuwerden und kein Schaden kommt durch. Bist du dann auf die Minimap guckst. Also ja, Krieger war definitiv die bessere Wahl für den Anfang. Und auch für ein Let's Play. Weil die ganzen Pausen und jetzt so eine Geschichten wie diese Räume, wo man gar nicht zaubern kann, schon nervig. Aber der gibt uns ganz schön einen auf den Deckel. Aber ich rede ja auch schon wieder so viel. Na komm, stirb. Dann wollen wir schön heilen und dann verbraten wir ein, zwei Heil. Die verbraten wir jetzt schon. Achso, hier war der Sicherheits... 3, 4, 5. Ne, okay, der Haufen da soll immer da bleiben, außer wir haben es wirklich absolut nötig. So. Ach, das Schild haben wir auch nicht mehr in der Hand. Ach stimmt, das Schild machte auch noch irgendwas, ne? Plus 1 Stärke. Ah, deswegen waren wir vielleicht überladen. Weil die Stärke halt fehlte von dem Schild. Ja, also neuen Helm haben wir jetzt, neues Schild haben wir. Amulette haben wir jetzt auch schon ein zweites gefunden. Wird langsam echt mal Zeit für eine Rüstung.
Dann könnten wir auch länger am Stück aufnehmen, weil ich ja weniger Schaden bekomme. So, was haben wir hier? Nur ein Podest. Huh, lauter Podeste. Dann muss hier irgendein wichtiger Raum sein, hm? Nö, einfach nur ein Durchgang. Na gut. Du bist nur eine Bettrolle. Lea, hier hat sich schon jemand bedient. Das hatten wir in der Unterwasserstadt schon auch schon ziemlich häufig. Ob das jetzt irgendwas andeuten soll? Weil einer von den anderen Helden war bestimmt ein Dieb. Oder allgemein einer der anderen Helden ist hier durchgelaufen und hat sich das Wichtigste schon mitgenommen. Oh, wer bist denn du? Du bist denn wohl der Schatten, hm? Du siehst aus, als hättest du Angst. Bist du verletzt? Bist du verletzt? Das war meine Frage. Versuchen wir eine andere. Wo sind alle anderen? Fort, sie sind gekommen. Die Leute des Kriegsherren waren hier? Als sie kamen, hat es überall gebebt. Aber sie haben dir doch nichts getan, oder? Nein. Sie sagte, ich solle zu den Minen laufen. Wer hat dir das gesagt? Mutter. Ist deine Mutter in der Nähe? Sie hat sich verändert. Wie hat sie sich verändert? In ein Monster, so wie alle anderen, als sie kamen. Nur mein Vater nicht und ich auch nicht. Soll das heißen, dass der Kriegsherr alle hier in Monster verwandelt hat? Ja. Ja, dann wird der Vater wohl der Krüppel am Anfang gewesen sein. Und ihre Mutter haben wir höchstwahrscheinlich schon umgebracht. Dein Vater lebt also. Wo ist er jetzt? Er ist gefangen, unten in den Minen. Oh. Ich spreche durch die Steine mit ihm. Gefangen? Was hat er dort gemacht? Nach Edelsteinen suchen. Er sagt, er hätte den größten und allerschönsten gefunden. Ich muss jetzt gehen. Wirst du hier auch sicher sein? Und du? Niemand kann mich fangen. Können sie dich fangen? Bis jetzt haben sie mich noch nicht erwischt. Aber ganz schön traurig. Ein Mädchen, das alleine hier in der Kammer hockt und versucht, durch die Steine mit ihrem Vater zu sprechen. Das geht mir gerade ein bisschen nahe. Ja, machen wir weiter. Also, es gibt hier Minen. Das klingt doch schon mal gut. Das heißt, wir haben noch mehr Gebiet, wo wir Ausrüstung zusammensammeln können. Und wir hoffen einfach mal, dass du jetzt nicht die Mama von dem Mädchen da drin bist. Das wäre natürlich auch ziemlich tragisch, wenn wir jetzt irgendwann an eine bestimmte Stelle des Spiels kommen, wo sich herausstellt, dass wir die Menschen hier hätten zurückverwandeln können. Aber naja. So. Du bist tot. Davon haben wir jetzt schon zwei. Aber die Smaragdschlüssel kam ja auch am häufigsten vor. Also ist das schon okay. Oh. Ah. Wie auch immer, so ein Blutviech, es schafft sich an uns ranzuschleichen. Ja, ich bin echt versucht, den zweiten Punkt auch auf Schwerter zu setzen. Allein damit wir ein bisschen häufiger treffen. So, kaputt. Hier ist nichts drin, außer noch zwei Schlafrollen. Blau? Achso, das ist das Mädchen. Gut. Dann könnten wir auch gleich mit dem Typen am Anfang nochmal sprechen, um ihm zu erzählen, dass sein Schatten wirklich halt nur ein Mädchen ist und er keine... Ah, ein Heiltrank. Und er sich keine Sorgen machen muss. Dann können wir gleich mal gucken, wie gut das Spiel programmiert ist. Also wenn wir jetzt echt noch eine neue Dialogoption bekommen, nur durch das, was wir mit Mädchen gesprochen haben, dann wäre schon ziemlich cool. So, hier flogen auch die Fäuste lang. Oder? Ja, mal waren die ganz außen, mal in der Mitte. Oh, ich bin zu früh abgebogen. Na gut. Dann jetzt hier an der Wand lang. Da müssten wir eigentlich beim Ausgang rauskommen. Also beim südlichen Ausgang. Dann können wir dort gleich rausgehen und versuchen, unseren Punkt zu verbraten.
So, du da. Ein Schatten, sagt ihr. Vielleicht ein weiteres Monster. Das bezweifelt. Er ist klein. Nö, lebt leider wohl. Nicht. Ich wünsche euch... Wenn ich... Ich... Aber naja. Man sollte auch nicht zu viel erwarten bei so älteren Spielen. So, probieren wir es einfach mal wieder in Stichwaffen zu setzen. Und anscheinend geht's. Na gut. Aber den kriegen wir es ja recht schnell voll. Das lässt darauf schließen, dass... Wir sind jetzt schon trainiert. Das lässt darauf schließen, dass man wirklich später mehrere Waffengattungen auf Meister hat, also auf höchster Stufe. Nein. Nein, nein, nein. Da war wieder unser Freund der Stein. Und hier müssen wir gar nicht durch. Sondern wir hatten hier noch ein Fitzel. Naja, was heißt Fitzel? Ein etwas größeres Gebiet, was wir noch erforschen müssen. Oh, Mana ist auch schon wieder fast voll. Es regeneriert echt wesentlich schneller als die Lebenspunkte. Obwohl wir mehr Mana haben als Lebenspunkte, wenn ich mich richtig... Ja, wir haben 251 Mana und nur 148 Lebenspunkte. So, dann testen wir doch mal. Also wirklich viel scheint es aber nicht auszumachen. Außer Stichwaffen sind jetzt doch keine Schwerter. Aber laut diesem Buch, das wir gefunden haben, zählen Schwerter zu Stichwaffen. Und sonst hätten wir auch keine anderen gefunden. Also ein Dolch oder ein Rapier war bisher noch nicht zu sehen. Wir sind schon wieder schwach und unbeweglich. Müssen wir uns vielleicht doch irgendwo hinlegen? Ich habe sehr schon öfters versucht, auf Betten raufzuklicken, das geht einfach nicht. Oder es hängt mit den Lebenspunkten zusammen. Dass sobald die Lebenspunkte unter 40% oder so fallen, man schwach wird. Aber das ist mir vorher gar nicht so aufgefallen. Noch ein Mysterium dieses Spiels. So, ist hier auch irgendwo eine Tür? Oh, das sieht doch so ein bisschen wie ein Tempel aus. Oder wie einfach ein... Ha? Ein Teleporter direkt vor der Tür? Dadurch ging er schon mal nicht weg.